So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um das Asus VivoBook 15 gehen. Das Ganze ist heute bei mir angekommen und kommt in dieser schönen Aufmachung hier dann bei euch an. Ich habe das Ganze bei Amazon bestellt. Das heißt, falls ihr Interesse habt, verlinke ich euch das Ganze auch nochmal in der Infobox. Dann kommt das Ganze so bei euch an, in diesem schicken Karton. Ja. Schön nochmal reingesucht, was auch immer das soll. Genau, dann kann man das Ganze aufmachen. Hier vorne. Ist immer ein bisschen schwer, das mit einer Hand zu machen. Und dann ist das Ganze auch relativ gut gepolstert und verpackt. Außenrum natürlich rechts und links nochmal mit Karton. Und dann oben mit diesen, ja, wir kennen sie alle, diese plastikähnlichen Folien, in denen das Elektrogerät dann eingepackt ist. Wenn wir diese dann rausholen. Ja, es ist immer ein bisschen müßig hier mit einer Hand. Dann sehen wir darunter natürlich einmal das Zubehör, das sich in diesem Fall einfach nur auf das Ladekabel beschränkt und eine Anleitung ist das. Ich glaube, das sind zwei Zettel, genau. Einmal die Anleitung hier, die ja wie immer eigentlich fast gar nicht nötig ist, weil es glaube ich in der Einrichtung so einfach ist, dass man da ja, sich ganz automatisch durcharbeitet und dann hier die Warranty Card und ja, die Garantie quasi einfach, um es mal ganz einfach zu machen. Genau, und ansonsten ist hier nichts drunter. Genau, also war schon alles. Mehr braucht man aber auch für diesen Laptop nicht. Also das ist ja mehr Zubehör. So für den ganz normalen Gebrauch braucht man nicht. Dann gucken wir uns einfach mal den Laptop an und seine Geschaffenheiten. Insgesamt, vielleicht als Randnotiz, besitzt dieser Laptop ein Intel Core i5, den 8265U, 8 GB RAM, 500, eine Festplatte von 512 GB SSD und Intel UHD Grafik, Windows 10. Natürlich alles vorinstalliert. Die Farbe nennt sich Slate Gray. Und ich habe jetzt die Version mit 15,6 Zoll. Es gibt das Ganze auch nochmal mit 14 Zoll und den gleichen Daten. Also für mich jetzt wunderbar. Auch man sieht es so von der Aufmachung, vom Handling her. Einfach sehr, sehr hochwertig. Wenig Plastik, sehr, sehr viel Metall. Hat auch eine gewisse, eigentlich super leicht, aber so eine gewisse angenehme Schwere. Also so, dass man auch das Gefühl hat, man hat hier was Festes in der Hand, also das ist handfest. Das ist nicht mal eben so, wenn du ein bisschen fester draufhaust, dann zerspringt das in seine Einzelteile. Das Gefühl hast du hier nicht, sondern das Handling ist einfach sehr, sehr schick. Das Design auch von der Seite, wie gesagt, super dünn. Also insgesamt, wenn man es ausmisst an der breitesten Stelle, ist es eine Höhe von, oder an der höchsten Stelle, wenn es zugeklappt ist, ist es eine Höhe von 2 Zentimetern. Ansonsten haben wir eine Tiefe von 23 cm und eine Breite von 37,5 cm. Ich finde die Maße ganz nett und vor allem halt dadurch, das werden wir gleich nochmal sehen, wenn ich den Laptop dann aufklappe, dadurch, dass man einfach diesen richtig, richtig großen Display sich noch behält und das wird man jetzt gleich sehen. Man hat halt die Ränder richtig, richtig klein gemacht. Ich war es vorher von meinem Laptop gewöhnt, der hatte auch 15,6 Zoll. Ja, war aber bestimmt nochmal 5 cm breiter und 3 cm tiefer. Und von der Dicke natürlich ganz zu schweigen, aber er hat jetzt den gleichen Bildschirm. Also man hat diesen riesen Bildschirm, also was heißt riesen? 15,6 Zoll finde ich eigentlich recht groß und recht angenehm, um damit zu arbeiten. Und hat aber fast gar keinen Rand, also verschwendet hier einfach gar keinen Platz. Und das finde ich einfach auch designtechnisch, also sieht gleich, wir werden es sehen, wenn ich den Bildschirm anmache, sieht man auch, dass es designtechnisch einfach richtig, richtig gut aussieht. Es sieht richtig hochwertig aus, wenn das ganze Ding angeschaltet ist, aber das werden wir gleich sehen. Insgesamt, und hier sieht man auch nochmal, wie flach das Ganze ist. Ich finde, es sieht optisch sehr, sehr gut aus. Gleich, wenn man es so von oben sieht, hat es auch so ein bisschen was von MacBook-Tastatur irgendwie. Finde ich so ein bisschen ähnelt dem Ganzen und ich glaube, ja, in Sachen Design, glaube ich,
ist Mac ja auch ein relativ guter Vorreiter. Ich bin natürlich mit diesem Betriebssystem nicht ganz so vertraut. Genau, da hat man es vielleicht noch mal ganz kurz gesehen. Ich weiß nicht, ob man es eben sehen konnte. Aber ja, hier ist die Tastatur und da gibt es auf dem Touchpad, auf dem Maus-Touchpad noch ein Fingerabdrucksystem. Das heißt, genau, da komme ich jetzt zu. Da sieht man es, dieses kleine Ding. Das heißt, wenn ihr euren PC dann entsperren wollt, könnt ihr das Ganze auch mit Fingerabdruck machen. Das ist einfach ein ganz cooles Gadget, sage ich jetzt mal. Einfach, ja, weil es super einfach ist, den dann so entsperren. Es ist natürlich auch für mich, finde ich jetzt auch kein Problem, einfach zu sagen, ich gebe den Code ein, aber für Leute, die es brauchen. Und hier sieht man jetzt einfach, wie geil das aussieht mit diesem richtig dünnen Rand. Die Farben sind richtig, richtig gut. Also die Darstellung des PCs und der Pixel sind einfach richtig, richtig gut. Also da war ich ultra zufrieden mit. Das waren auch so die Punkte, vor denen ich dann so ein bisschen Angst hatte, wenn man es auch nur bei Amazon sieht. Aber man sieht es hier und der Bildschirm lässt sich auch relativ weit nach hinten knicken, wenn man darauf Wert legt oder das braucht. Und ich finde es einfach designtechnisch durch dieses coole Design der Tastatur und diese Anordnung mit dem Touchpad plus zusätzlich diesem dünnen Rand, finde ich, sieht es einfach. Ja, sieht das einfach Bombe aus. Ich will einfach gar nicht drum herum reden. Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Von der Schnelligkeit, und das kann ich jetzt sagen, weil ich den PC jetzt schon ein bisschen länger im Betrieb hatte, für Office-Arbeiten oder ja, mal ein paar Videos zu schneiden, ist einfach großartig. Also, ihn hält da nichts auf. Also, im Moment gibt der PC einfach nur Gas. Und das ist auch gut so. Er hat bis jetzt noch gar nicht gehangen. Ich muss sagen, ich habe nicht die Erfahrung jetzt mit Spielen gemacht. Glaube aber auch nicht, dass sich das Leute holen würden, die irgendwie großartig zocken wollen. Ich glaube aber für ja, die meisten Spiele würde auch dieser Laptop ausreichen. Aber ich denke, wenn man so ein Hardcore-Zocker ist, dann würde man sich dieses Notebook auch eh nicht holen. Genau, das Ganze gibt es übrigens für 699, habe ich den jetzt zumindest bei Amazon bekommen. Ich glaube, vielleicht mittlerweile sogar schon wieder ein bisschen günstiger. Wie gesagt, 1080 Pixel Full HD. Ich glaube, das sieht man auch. Vielleicht nochmal zum Prozessor. Das ist ein i5. Der i5 läuft mit 3,9 GHz Prozessorgeschwindigkeit und ja, hat einen Prozessorkern. Das hatte ich ja eben noch erwähnt, haben wir 8 GB Arbeitsspeicher, den ich auch sehr gut finde. So von dem, was ich als Batterielaufzeit jetzt mitbekommen habe, ungefähr ja, bei so einer normalen Arbeit, sage ich mal so ja, 7 bis 9 Stunden. Im Internet ist er angegeben mit 13 Stunden, aber ich denke, 7 bis 9 Stunden Arbeitszeit ist es dann so in der Praxis. Ich finde, das ist recht angenehm. Also im Studiumalltag, wenn er 7 Stunden hält, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, Kapazität vom Akku sind 37 Wattstunden. Ich glaube auch das sehr, sehr ausreichend. Also ich finde, so in dem, was der PC kann, finde ich ihn sehr, sehr ausgeglichen. Also weil er designtechnisch ja, gewisse Wertpunkte erfüllt. Aber auch dann von der Leistung und vom Preis her auch. Deswegen bin ich von diesem Gesamtpaket Preis, Leistung und Aussehen, und das sind alles 3 Punkte, die mir einfach wichtig sind, bin ich einfach ultra zufrieden, weil er macht was her. Die Leute, die ihn gesehen haben, hatten jetzt gedacht, das wäre ein relativ teures Notebook gewesen, beziehungsweise Laptop. Und das ist es einfach nicht. Und auch leistungstechnisch legt er da wirklich einen vor. Und da könnt ihr wirklich, glaube ich, hiermit nichts verkehrt machen für allgemeine Office-Videoschnittarbeiten. Aber auch, ich nutze ihn studiumsmäßig auch zum Programmieren. Also zum Programmieren auch optimal geeignet, beziehungsweise ich benutze auch noch eine virtuelle Maschine drauf, mit der man programmieren kann. Also für diese ganzen Anforderungen ist wunderbar geeignet. Ja, aber auch jetzt, wenn wir wieder zu der zugeklappten Version gehen, einfach wunderbar. Deswegen von mir auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Auch WLAN-Empfang klappt auch super. Dann habe ich dazu noch diese Laptop-Tasche gekauft, die ich auch richtig gut fand, weil von innen hat die ja so ein, ich weiß jetzt nicht, nennt man das Fließstoff, aber so ein weichen Stoff. Das ist nämlich das, was mich immer manchmal an Laptop-Taschen gestört hat, dass die dann innen so rau waren und ich dachte, das zerkratzt mir doch hier meinen schönen Laptop. Das passiert hiermit nicht mehr. Ich kann euch die Tasche auch mal
unten in die Videobeschreibung packen. Ich finde die eigentlich ganz nett und ganz schön, auch designtechnisch super schlicht, aber manche mögen es natürlich lieber braun oder mit Leder. Das ist ja jedem dann selbst überlassen, wie er das designt, aber ich finde das super schlicht in diesem Grau, passt auch einfach dazu. Also ich finde die Farbe des Laptops mit diesem, ich weiß gar nicht genau, wie nannte man das nochmal, Slate Gray passt einfach relativ gut zur Tasche. Na gut, damit verabschiede ich mich und sage bis zur nächsten Folge und ciao.